Hello again! Heute habe ich drei Tipps, die dich im Alltag wahrlich stärken, aufbauen, dir mehr Kraft geben können, dir mehr Vitalität geben können, mehr geistige Vitalität, Optimismus und Orientierung. Ich bin mal gespannt. Und übrigens, wenn du diesen Kanal abonnierst, bekommst du auch unter der Woche immer wieder Tipps, die dich aufrütteln, die dich stärken. Kleine Textimpulse, kleine Videoimpulse, die dir auch im Alltag helfen. Ah, genau, ja, genau, ja, okay, und weiter geht's. Momentan sehen wir sehr viele Menschen jammern, nicht gut drauf, keine Perspektive, negativ denken, Mangeldenken. Jeder erzählt dir oder sehr viele Menschen erzählen dir, was alles nicht gut ist, was schwierig ist, was anstrengend ist, was nicht mehr möglich ist und so weiter. Ein Jammertal. Hilft dir das weiter? Bringt dich das weiter? Stärkt dich das? Hast du dann Freude und sagst, yeah? Na eben nicht. Erster Tipp. Jetzt muss man sehr gut aufpassen, mit welchen Menschen, dass man sich umgibt. Das heißt, sein Umfeld ist entscheidend, wie es dir geht. Lieber habe ich zwei Freunde und die sind gut drauf, haben Spaß mit mir. Wir bauen uns gegenseitig auf, wir haben Spaß miteinander, als eben 10 Freunde, wo 8 davon jammern und vielleicht noch auf die Pension warten und keine Lust mehr haben, keinen Antrieb mehr haben, keine Perspektive mehr haben und jammern. Das heißt, sein Umfeld ganz entscheidend. Erster Tipp. Zweiter Tipp. Erinnere dich. Stell dir gerade mal deine Ahnenlinie rückwärts vor. Deine Eltern, deine Großeltern, deine Urgroßeltern, deine Ur-Ur-Großeltern. Hatten die annähernd so ein Leben, wie es wir jetzt haben? Hatten die diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben? Hatten die diese technologischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben? Hatten die Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, die wir jetzt haben? Hatten die diesen Frieden im Umfeld, so wie wir ihn jetzt haben? Hatten die alle genug zu essen? No, hatten sie nicht. Wir alle, du und ich, wir erleben jetzt das beste Leben unserer gesamten Ahnenlinie. Stell dir das vor. Mir fließt es gerade heiß und kalt gleichzeitig über den gesamten Körper. Weil wenn wir uns dessen bewusst werden, wir haben jetzt Dinge, die hatten unsere Vorfahren alle miteinander nicht. Etwas, was wir uns selber bauen, wo wir teilweise sehr unbeweglich werden, ist eine riesengroße Komfortzone. Eine Komfortzone ist das Schädlichste für die Entwicklung überhaupt. Wenn wir unsere Komfortzone überschreiten, rausgehen aus der Komfortzone, dann haben wir volles Entwicklungspotenzial. Und wenn es jetzt schwierig ist in deinem Leben, dann denk dir immer, Diamanten entstehen unter Druck. Diamanten entstehen wahrlich unter Druck. Und wer hatte schon immer leichte Situationen? Niemand. Durch schwierige Situationen reifen wir für den nächsten Schritt, für die nächste Stufe. Also achte am ersten Punkt auf dein Umfeld. Zweiter Punkt, erinnere dich, wir haben das beste Leben, was unsere Vorfahren je hatten. Also das beste Leben unserer gesamten Ahnenlinie. Und dritter Schritt, dritter Punkt, raus aus der Komfortzone. Raus aus dem, es ist ja bequem, es ist ja angenehm. Ja, das kann ich, ja, ich ändere nichts, ja, ich lasse es mal alles so. Raus aus dem, neue Schritte gehen, neue Dinge machen, neue Sachen probieren. Raus aus der Komfortzone. Und wir sehen uns, ich hoffe, beim nächsten Video. Bis bald!